Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim in der Nullwurst-Edition. Ja, wir sollen einem Kampf joinen, was wir beim letzten Mal schon vorbereitet haben. Ich zeige euch mal ganz kurz die Karte. Wir müssen hier hin und dann werden wir Fort Dunstadt erobern. Zumindest werden wir es versuchen. Ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. So, damit das Ganze natürlich klappt, müssen wir erst einmal dahin laufen. Ja. Wo ist Lydia? Ach, da ist sie. Ist sie gerade kurz zwei Schritte rückwärts gegangen oder sah das nur ganz kurz so aus? Ich habe keine Ahnung. Manchmal bin ich ein wenig verwirrt. Oh, da vorne ist ein Gegner. Sehr nett an den Kompass, weil ich habe zuerst auf den Kompass geguckt. Ach ja, immer wenn ihr seht... Hoppala. Immer wenn ihr seht, dass ich hier das da auf grün wechsle, dann wisst ihr Bescheid, dass ich eine neue Aufnahme gestartet habe an einem anderen Tag. Also hier nochmal quasi eine kleine Bestätigung, dass ich Skyrim nicht vorläufig 5000 Folgen aufnehme. Zumindest wenn ich dran denke, wenn ich es vergesse, es vorher zu drücken. Was gerne mal passiert? Und tot. Ja. So, da vorne warten sie schon. Bin gleich da, kein Problem. Schon, dass ihr alle wartet. So, gibt's noch vorne eine Besprechung oder geht's direkt rein da? Guten Tag. Bleibt auf der Hut. Also gut? Okay, ja gut, ich gehe schon mal rein, okay. Ja, join the attack, ich kann irgendwie nicht drüber mit ihm quatschen. Naja, ist mir egal. Rein da jetzt. Ach so. Wie, du ergibst dich? Ist da noch gar nichts passiert? Ah. Aber ich krieg überall Pfeile rein, ey. Hilfe. Hoppala. Sterb, elender Hund. Ich will ja nichts sagen, aber es war ein cooler Move, weil er einfach mal entspannt rüber gejumpt. So. Aua. Ich habe einen Pfeil in meinen Arsch bekommen. Das ist schon... Ich würde gerne ein paar Pfeile mitnehmen. Ich werde sie zwar niemals alle brauchen, weil ich habe wahrscheinlich jetzt schon viel zu viele. Das war schon alles. Ui. Okay, not bad. Das war ein sehr cooler Move. Sterbt, Rebell. Skyrim belongs to the North. The North. Sind denn noch welche? Hallo. Keiner mehr da? Sind die alle außerhalb oder was? Sollten die nicht eigentlich in den Burgmauern sein und nicht draußen? Aber seid ihr irgendwie doof? Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Hey, muss man glaube ich nicht verstehen. Leben. Ey, das ist aber feige, ey. Okay. Hoppala. Hey, die spawnen einfach aus dem Nix. Was ist das denn? Ach, es gibt keine Verstärkung, aber so wie es aussieht, gibt's sie ja schon. Wie sie einfach aus dem Nix spawnen. Oh, du Feigling. Was soll das? Alter. Oh, den Sturmmänteln. Die alle nur feige von hinten jemand uns abschießen wollen. Oh, sehr schön. Geköpft. Ups, ich will nicht warten. Ich will meine Waffe wegstecken. Ja, anscheinend sind wir schon fertig. Wäre crazy. Ah, ich bin verletzt. Oh mein Gott. Ah, Hilfe. Naja. So schlimm war es nicht. Ich wollte nur ein bisschen rumschauspielern, deswegen laufe ich jetzt wieder normal. Ich wollte nur zeigen, dass ich voll heftig unterwegs war.
Komm, das nehmen wir einmal alles mit. Ja, cool. Oh, da ist ein Sky Shard, den nehmen wir auch mal eben mit. Wenn der gerade schon da ist. Boah, 1300 Meter weg. Was ist denn da passiert? Da wurde irgendwas verbrannt und da sind lauter Tote. Tiere, oder? Was? Achso, das ist ein Text von Ding. Ach. Spender-Krieger. Ach so, ist das hier. Oh, Vampir. Okay. Noch mehr Vampire. Und diese Totenviecher, Stendal-Kämpfer wieder. Ja, was ist denn da passiert? Oh, da wurde jemand, glaube ich, ein bisschen geschneckt. Die Elder Scroll Play Tribunal. Was ist das? Digga, nehmen wir mal mit. Oh. Das ist leer. Ja, crazy, ey. Was ist denn da passiert? Mensch. Was haben wir da? Plate. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht wieder so eine Ding. Ja gut, keine Ahnung. Was da passiert ist, ne? Wissen wir nicht. Sammeln wir noch ein bisschen Holz. So, hier, tschack. Aber nur eins. Quatsch. Entspannt. Ein bisschen Feuerholz gesammelt. Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir hier soweit fertig. So. Dann gehen wir nochmal zurück zu General Trullius. Denn er möchte ja einen Report. Er will wissen, wie es gelaufen ist. Ob alles geklappt hat. Und ob man dementsprechend fortfahren kann. Was natürlich komplett verständlich ist. Aber diese ganze Schnellreise macht mich sehr schnell hungrig, sehr schnell durstig und müde. Und da. Vorsicht in. Hey! Ja, ja, hey. Was ist denn, was für ein Rang ich hab, Mann? Ich weiß es selber gerade gar nicht. Wahrscheinlich, ich bin ja erst einmal aufgestiegen, glaube ich. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Mhm. Ich hab etwas für euch. Hier. Was gibt's diesmal, Leder? Na, es wird immer besser. Moin. Durch die Einnahme von Pale bekommen wir einen weiteren Hafen in Dämmerstern und wir sind in Reichweite von Windhelm. Das sollte Ulfric etwas vorsichtiger machen, nicht wahr? Schlachten werden von gut ausgebildeten und disziplinierten Männern gewonnen. Kriege werden von talentierten und außergewöhnlichen Personen gewonnen. Ich befördere euch zum Präfekt. Nehmt diese Klinge als Geschenk und Symbol eures neuen Rangs. Ihr habt sie euch verdient. Vulkanglasschwert. Hey, ich bin jetzt Präfekt. Wie lautet mein neuer Befehl? Ihr werdet in Winterfeste gebraucht. Meldet euch dort bei unserem versteckten Militärlager. Okay, jawohl. Für das Kaiserreich. Für das Kaiserreich. Tschüss. Okay, na dann gehen wir doch mal zu unserem neuen Zielort. Schauen wir mal, wie weit das weg ist. Schon wieder dunkel. Oh! Der Mond ist da, aber es ist sehr viel. Es sind leider Wolken da. Oh, ist aber so geil, der Himmel. Meine Fresse. Schade, dass da Wolken sind. Das wäre ein schönes Thumbnail gewesen. Winterfeste ist hier. Ein paar Meter weiter, ja, perfekt. Ja, dann gehen wir hier hin. Zurück. Ja. Ich denke, ich glaube dann nachdem ich hier den Krieg für uns, also fürs Kaiserreich gewonnen habe, glaube ich, spiele ich das Add-on scheiß doch die Wand an. Ich weiß immer, wie es heißt, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Das Vampir-Add-on, verdammte Scheiße, wie heißt denn das nochmal? Thorngard. Dann spielen wir Dawnguard als nächstes. Das wird man auch erkennen, weil ich schreibe dann auch in den Titel rein Skyrim Dawnguard, ne? Also, dass ihr Bescheid wisst.
dann weiß man genau, ah, okay, jetzt ist das Grundspiel quasi mehr oder weniger abgeschlossen. Jetzt geht's mit Stormguard weiter. Was natürlich nur impliziert, so hey, die Videos sind jetzt Dawnguard-Abschnitte. Aber danach, es kann immer noch eine Folge kommen, wo dann Dawnguard nicht drin steht und dann laufe ich wieder rum und mache andere Sachen. Ich habe halt echt keine Ahnung. Ich lasse mich da einfach selber ein bisschen überraschen, wie lange ich dieses Projekt mache. Noch habe ich Bock und das ist ja immer ein gutes Zeichen, solange man Bock hat, kommt natürlich auch viel. So. Warum muss immer alles so weit weg sein? Wir können mal ein bisschen rennen. Ah, da ist es schon. So, was müssen wir diesmal machen? So, guten Tag, was geht? Habt ihr eine Meldung für mich? Melde mich zum Diensten. Euer Ziel ist Festung Karstaff. Die Rebellen halten dort einige unserer Leute gefangen. Ich habe vor, dies zu unserem Vorteil zu nutzen. Ich habe Kundschafter vorgeschickt. Trefft euch mit ihnen. Findet einen Weg hinein, befreit unsere Leute und übernehmt die Festung. Die werden nicht mit einem Angriff von innen rechnen. Das wird nicht einfach, aber deswegen schicke ich ja euch. Denkt ihr, ihr schafft das? Nichts, womit ich nicht zurechtkommen würde. Wir tun all das für das Wohl von Himmelsrand und seinen Bewohnern. Vergesst das nie. Ja, ich weiß, was ihr meint. Ja, cool. Und schon wieder wird die Quest nicht angezeigt. So. Okay, 900 Meter. Wo ist die denn genau? Bin ich doof? Hier. Ach, da waren wir sogar schon. Ach, guck mal an. Komm, ich mach schnell Reise dahin. Das ist irgendwie doof, wenn ich direkt zur Festung mich hinreise, schnell hinreise. Laufen wir halt ein paar Meter dahin, ne? Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so, als würde irgendwie die Mission deswegen abhauen. So. Herüber. Oh, ich hab Durst, ich hab Hunger, ich bin müde. Ey, es fängt ja wieder super an. Ist aber heftig, wie krass Müdigkeit, Hunger und Durst auf die Mana draufschlägt. Also die geht immer super schnell runter. Also klar, natürlich, ich hab's jetzt auch nicht mega viel gelevelt. Aber ja. Ja, was willst du, Wolf? Ist da jemand? Ich muss wissen, wie ich mich selber heilen kann. Oh, guck mal, da sind wir wahrscheinlich schon fast. Oh, blapp. Ist die schon drin oder was? Also, ich werde mich da jetzt nicht reinschleichen. Ne? Ich werde die einfach alle abschlachten. Scheint ja eh nicht wirklich besonders gut zu. Ah. Ich habe mich gemeldet, weil ich einfach nicht mit ansehen konnte, wie die Sturmmäntel alles zerstörten. Aber die meisten in meiner Familie sind mit meiner Wahl nicht glücklich. Irgendwo gibt es hier noch mehr von denen. Wartet und mache ich. Ja, ich weiß, was ihr meint. Was war das? Rein da. Zum Ruhm des Kaiserreichs. Aua. Oh, ich habe mein Bein noch hinten reingekriegt, Alter. Was soll denn das? Mal geht's noch, oder was? Das ist echt uncool. Aber wenn die alle schon da waren, wieso warten die jetzt, dass ich da reinlaufe? Huch. Ich dachte kurz, es wäre ein Schlüssel. Alter, was für Viecher sind hier drin? Diese Geräusche, ey. Fuck. Hallo. Ich bin hier, um euch zu retten. Ach du Scheiße, ey, was ist denn das? Ein Ogrim. Aua. Ah, oh, ich bin so tot, Leute. Ich bin tot. Ich kann nichts mehr dagegen tun. Alter. Was zur Hölle war das?
Ja gut, ja, ist ein bisschen scheiße. Ach, verdammte Kacke. Ist ein bisschen scheiße gelaufen. So. Ja, aber das war ja, also das war ja crazy. Warum so stark? Das ist wirklich sehr heftig jetzt gerade gewesen. Hm. 35. Bist du der Typ gewesen, der so viel Schaden macht? Ogrim, 32, ey. Alter, was ein Viech, Mann. Ich weiß halt nicht, ob er der Gefährliche ist. Ja, okay. Boah, scheiß die Wandern. Das war echt krass knapp, Mann. Okay, aber er war der Gefährliche. Ja, heftig, Mann. Und das Scheiße. Ich habe nur schwach. Stable. Ja, so ein Scheiß. Ah, der war crazy. Holy schmoly. Okay, dann nochmal. Aber der hat mir auch meine Mana geklaut. Habt ihr es gesehen? Ich habe keine Mana mehr. Ey, das ist halt alles scheiße, Mann. Ich muss echt mal anfangen, mir ein bisschen Heiltränke zu machen. Ist das gestrickt oder was? So, aber das reicht schon. Leer. Wieso steht da überall Stielen, ey? So, moin. Aha. So, du bist frei. Viel Spaß. Danke. Bitte. Das ist keinen Schlüssel, hatte man. Ja, zack. Ist auch frei. Zeigen. Ich bewege jetzt aber mal nicht. Oh, wow, perfekt. Ist ja. Diesen Dreckskerl. So, und du natürlich auch. Ah ja, natürlich. Ah, er ist jetzt schwierig. Oh ja, okay. So. Und du bist auch frei. Zu guter Letzt. Nichts wie weg hier. Naja, lol, bloß raus hier, ey. Das sind Viechen, ey. Ogrim. So, raus hier. Da ging's raus. Perfekt. Wo ist eigentlich Lydia schon wieder? Die ist immer da und irgendwie wieder weg. Keiner weiß, was mit ihr ist. Oh. Ja. Oh, ich glaube, es hat keiner überlebt. Ich war das nicht. Ich habe nichts gemacht. Hallo. Hervorragend. Geht ins Lager zurück und meldet unseren Erfolg. Ich bleibe hier und räume auf. Oh, Hartwar. Ich bin froh, dass ihr da wart. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ey, krass. Hartwar haben wir auch schon jetzt echt lange nicht mehr gesehen. Seit der Flucht aus Helgen. Schon ein bisschen leer, Alter. 2000 Meter, ja, perfekt. Achso, wir sollen komplett zurück. Okay, wir gehen komplett zurück zu General Trullius. Mal schauen, ob wir wieder direkt befördert werden oder wie auch immer. Weil wenn ja, dann ist es ja super entspannt, hier aufzusteigen. Eine Beförderung nach der anderen. So haben wir es verdient. Achso, ich soll vielleicht mal hier so zack. Bin ja nicht feindlich. Ja, mal schön die Waffe wegstecken. Na. So, guten Tag, da bin ich wieder. War ein langer Weg. Moin. Jetzt, da wir Winterfeste eingenommen haben, kann ich dort einige Truppen stationieren, bis ich bereit bin, gen Windhelm zu marschieren. Ihr habt viel erreicht. Ich halte euch für unverzichtbar und befördere euch hiermit zum Tribun. Meine Glückwünsche. Hier, nehmt dieses Geschenk als Zeichen der Wertschätzung des Kaiserreiches. Und meiner eigenen. Ein orkisches Schild, aha. So, was sind meine neuen Befehle, Sir? Beeilt euch und reist schnell zu unserem Militärlager, das in Reach versteckt liegt.
Ulfric hat sich an diesen Silberminen viel zu lange erfreut. Und Soldat, ihr helft mir besser, Markart zurückzuerobern, um jeden Preis. Und wenn es euer Leben kostet. Es war ja euer genialer Plan, es den Rebellen zu überlassen. Ja, kein Problem, das sollte ja nicht so schwer für sein. Für das Kaiserreich. Für das Kaiserreich. So. Ja, nice. Ich glaube, ich sollte aber vorher irgendwo eine Rast machen, denn ich habe Hunger, ich bin durstig, ich bin müde. Aber, oh. Oh, ein schöner Himmel. Verpiss dich. Ein schöner Himmel. Ja gut, dann würde ich aber sagen, war es das erstmal mit dem Part. Deswegen bis zum nächsten Mal, euer Grand Tanamo. Tschüssi.